Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik. Dies ist eine besondere Sendung, ich möchte sagen eine ganz besondere, denn es ist Folge 750. 750 Folgen von Eisenbahnromantik, da möchte ich mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, ganz herzlich bedanken für Ihre Treue. Und wir werfen jetzt einfach mal einen kleinen Blick in die Geschichte. Es ist heute eine besondere Sendung, nicht weil es schneit und das hier in der ersten Märzwoche, sondern weil wir heute ein Jubiläum haben. Das hier ist die Folge 50. Ich habe heute versucht, mich ein bisschen festlich zu kleiden, dem Ereignis angemessen, denn bei Eisenbahnromantik kommt heute Folge 75 angedampft. Es ist Eisenbahnromantik Folge 100. Eisenbahnromantik, liebe Zuschauer, feiert Geburtstag. Wir werden 10 Jahre alt. So hat sich nicht nur das Gesicht von Eisenbahnromantik in den letzten 2 Jahrzehnten verändert. Geblieben ist aber die Liebe zur Eisenbahn und natürlich der Erfinder und Moderator von Eisenbahnromantik, Hagen von Ortloff. Ich bin ja die ersten knapp 11 Jahre meines Lebens in Dresden bei meiner Oma aufgewachsen. Wir hatten damals in den 50er Jahren logischerweise kein Auto, sondern mussten uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Mit der Straßenbahn beispielsweise, mit dem Dampfschiff auf der Elbe bin ich oft gefahren und natürlich mit der Eisenbahn. Mit 5 Jahren wollte ich Dampflokführer werden, mit 9 Jahren Diplom-Ingenieur für Verkehrswesen, weil ein Verwandter von mir das studiert hat. Und ich kann mich auch an meine erste Fahrt mit dem Lösnitz, das ist eine Schmalspurbahn vor den Toren Dresdens, erinnern, so als wäre es gestern gewesen. Der Beginn einer großen Leidenschaft. Die Eisenbahn hat mich natürlich auch in der Schule beschäftigt. Beispielsweise in unserem Erdkundebuch der 3. Klasse vom Bild zur Karte war sie abgebildet, wurde sie besprochen. Und ich weiß auch noch, einen Schulausflug haben wir mit dem Dampfschiff gemacht. Mit dem Thema Dampf hat sich Hagen von Ortloff auch schon in seinen Anfangsjahren beim Fernsehen befasst. Wir sind jetzt hier im Filmarchiv des SWR. Film gibt es ja bei uns schon lange nicht mehr. Aber als ich angefangen habe 1977, da wurde alles auf Film gedreht. Und mein erster Eisenbahnfilm in der Sendereihe Durchblick, der stammt aus dem Jahr 1978, das war, glaube ich, die Messe in Basel. Und ich bin selber gespannt, ich habe den Film ja seither auch nicht mehr gesehen, bin selber gespannt, wie das aussieht. Durchblick war die erste Kindernachrichtensendung. Frei für die alte Dampflok. Hier faucht und schnauft allerdings nur eine Modelleisenbahn. Sie ist einer echten Dampflok naturgetreu nachgebaut. Allerdings ist die um einiges größer. Diese Bahn darf klappern und scheppern. Sie hat nämlich fast 50 Jahre auf dem Buckel. Lehrlinge einer Werkstatt in Zürich haben diese Lok gebaut. Ganz genau sind Dampfkessel, Verschluss und die Lampen zu erkennen. Meinen ersten Fernsehauftritt habe ich übrigens auch gefunden. Er war Ostern 1979 und erschrecken Sie nicht, es bin wirklich ich. Das legt das Prinzip von Ikea im Jahre 325 fest. Eier zu Ostern gibt es seit etwa 800 Jahren. In der Fastenzeit, also zwischen Aschermittwoch und Karfreitag, durften damals kein Fleisch und keine tierischen Produkte gegessen werden. Die Hühner legten ihre Eier aber trotzdem weiter. Bekannt wurde Hagen als Wettermann. Ich bin, weiß Gott nicht, sonderlich schnell gefahren, aber möglicherweise zu schnell für diese Witterung. Jedenfalls sind wir ineinander gekracht, insgesamt 25 Fahrzeuge. Passen Sie auf vor dem Nebel, morgens jetzt gerade auf der Schwäbischen Alb. Er ist verdammt gefährlich. Ansonsten bestimmt das Hochdruckgebiet über unserem Land auch morgen das Wetter. Morgen, liebe Zuschauer, melde ich mich aus Hinterzarten. Wie ich dahin kommen werde, das weiß ich allerdings noch nicht. So, jetzt heißt es Abschied nehmen von Ihnen bis morgen und von dir wohl für immer. Ciao, sorry. Das, liebe Zuschauer, ist ein Bumerang. Sein Gerät kehrt zurück. Heißt es. Ich probiere jetzt das Unmögliche. Ich will ihn werfen, Ihnen sagen, wie es am Samstag wird und den Bumerang anschließend wieder auffangen. Wohl denn. Am Samstag Sonnenschein.
Die Ochsen. 27 Grad, das ist mal live. 27 Grad und trocken soll es sein. Der Gartenzwerg Kunold war mein zweites Ich. Nur dumm, dass auch Zauberer Fehler machen. Und nun das Wetter von morgen. Auch als Sportreporter der etwas anderen Art machte sich der Journalist einen Namen. Allerdings saß ich zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Rennrad und das sollte ich bald zu spüren bekommen, als es nämlich nach 10 Kilometern steil bergauf ging. Es regnet, die Ströme ist auch recht kühl geworden. Jetzt warten wir bloß noch auf den Güterzug in Richtung Encarnación. Und ich warte, dass das Schwein meine Hose anknabbert. Hilfe! Wieder kitzlig. Wir sind hier in der Station Colonel Bogado und ich mache, glaube ich, ein relativ ungewöhnliches Interview hier. Nicht mit dem Bahnhofsvorstand, sondern mit dem Hausschwein. Das hat irgendwie Gefallen an meiner weißen Hose gefunden. Es reicht jetzt. Gewöhnlich werden die Moderationen allerdings in Stuttgart im Park der Villa Berg gedreht. Es muss halt grün sein und es sollte kein Weg zu sehen sein, wo dann Leute laufen. Weißt du? Ja. Gehen wir noch ein bisschen rüber. Aber du kannst mich ja, sagen wir mal, so brustmäßig dort abschneiden, dann haben wir wahrscheinlich weniger Wiese. Hier gibt es wohl keinen Baum, vor dem Hagen von Ortloff noch nicht stand. Weißt du, das wir brauchen halt eine anders. Stunde Arbeit für 21 Sekunden Moderation. Das glaubt uns draußen auch keiner. Heute wird die Moderation für Folge 751 gedreht. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik. Wir gehen heute in eine Gegend, wo in der Nacht zum 1. Mai die Hexen tanzen. Wir gehen richtig in den Harz. Der Brocken spielt natürlich auch eine Rolle. Wir sind allerdings nicht im Frühjahr, sondern im Herbst dort. Auch dort zu dieser Zeit ist es traumhaft und die Züge, die fahren jeden Tag mit Dampf. Während in Stuttgart die Dampfrösser anmoderiert werden, befindet sich in Baden-Baden die Redaktion. Liebe Zuschauer, Eisenbahnromantik ist natürlich nicht nur meine Wenigkeit, sondern es sind viele andere Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Beispielsweise hier ist Wolfgang Trichelt. Er arbeitet hinter den Kulissen, ist für die Organisation mitverantwortlich. Er ist auf Sonderfahrten und bei Messen mit dabei. Und jetzt kommt das Herzstück von Eisenbahnromantik. Das ist die gute Seele, das ist Jone Schäuble, das ist die Stimme von Eisenbahnromantik, wenn Sie anrufen. Und sie hat ein Lieblingsgebiet, es ist das Internet. Ja, hier kann ich auch kreativ sein und für die vielen Eisenbahnfreunde etwas Schönes hinterlassen. Und das mit großem Erfolg. Der Internetauftritt unserer Sendung gehört zu den beliebtesten des SWR-Fernsehens. Wir sind jetzt auf der Homepage von Eisenbahnromantik und ich werde jetzt gleich den Programmkalender für den August freischalten. Das heißt, Sie können im August 100 Mal Eisenbahnromantik im Fernsehen anschauen. Ja, Sie haben richtig gehört. Allein im August wird Eisenbahnromantik mehr als 100 Mal im Fernsehen ausgestrahlt. Die Anfänge von Eisenbahnromantik dampften eher bescheiden daher. Nämlich in Form von Archivfilmen. Sie wurden als Pausenfüller eingesetzt. Ich befinde mich auf der Lokomotive 86333 der Wutachtalbahn, liebe Freunde. Und die Wutachtalbahn nimmt bei uns eine herausragende Position ein, denn ein Film über diese Bahn war Folge 1 von Eisenbahnromantik, ausgestrahlt am 7.04.91. Das heißt, im Jahre 2011 feiern wir nicht nur Folge 750, sondern auch unseren 20. Geburtstag. Ja, es war ein schöner Weg vom Pausenfüller zum Dauerbrenner. Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei unserer Serie Eisenbahnromantik. Wir machen heute einen Sprung zurück in das Jahr 1987. Damals zu Ostern fand ein großes Dampftreffen im Wutachtal statt. Zwischen Blumberg und Weizen verkehrten 14 betriebsfähige Dampflokomotiven, aber es passierten auch einige unvorhergesehene Ereignisse.
Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Dampf auf der Wutachtalbahn, die übrigens auch noch Sauschwänzlisbahn heißt. Unsere Aufnahmeleiterin war auf der Lok, als sie Lok entgleiste. Jetzt fragen wir Sie mal, wie denn der Eindruck da war. Was haben Sie denn empfunden? Gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf der rechten Seite von der Lok gestanden und habe eigentlich gerade rausgeguckt und habe auf die Schienen gar nicht weiter geachtet. Und es war ein ziemlich lautes, ziemlich eindeutiges Geräusch. Und also ich habe gedacht, mir geht der Arsch auf Grundeis. Und auf einmal scheppert das und da fällt der Gulasch um durch die Gegend. Das Mensch, da bremst aber etwas alt, ne? Rausgeguckt, das sagt die Dingens, die eine Frau vom Lokführer, sagt, Lok ist ein Gleis. Mensch, so ein Blödsinn, wa? Rausgeguckt, ich hab's erst nicht geglaubt. Doch seither fährt Eisenbahnromantik nahezu unfallfrei. Und die Beziehung zu einer der schönsten Museumseisenbahnen Deutschlands ist auch nach 2 Jahrzehnten immer noch herzlich. Die Schuldfrage für den Unfall konnte übrigens nie genau geklärt werden. Die Erinnerung von Hagen und dem damaligen stellvertretenden obersten Betriebsleiter Hermann Walter sind aber noch ganz frisch. Die Lok hat damals bei dem Entgleisen auch das Signal vorne umgefahren. Ja. Das war ja auch eine ganz spektakuläre Szene. Ja, die Lok, die war immerhin so eine Einfahrgeschwindigkeit von 30 Kilometer. Und bis sie zum Stehen kam, war natürlich das zweite Signal, das, wo zwischen den beiden Gleisen stehen, da kam die Lok erst zum Stehen. Das Signal wurde natürlich dann total umgefahren. Das haben wir als durch ein neues ersetzen müssen zwischenzeitlich, sodass jetzt alle Spuren von damals beseitigt sind. Auf dem Weg zur Produktion von Folge Nummer 1 fiel mir Sieh dich heiß ein. Um Gott, du brauchst ja noch einen Titel. Und ich wusste von einer anderen Produktion eine Szene, wo ein Zügles Öxlet quasi durch das Gras fährt, von der Länge her ideal. Und die Kollegin vom Schriftgenerator sagte, ich suche die passende Schrift raus, guck du nach der Musik. Und ich bin dann runter ins Schallarchiv des SDR damals noch, habe Sentimental Journey rausgefunden, interpretiert von Erwin Lehn und dem Südfunk Tanzorchester. Ja, und das ist im Prinzip ein Erkennungsmerkmal geworden, was jetzt schon über 20 Jahre hält. Viele Zuschauer trauern diesem 44 Sekunden langen Titel noch heute hinterher. Bis Ende 2006 leitete er Eisenbahnromantik ein. Dann aber war dieser Vorspann für die moderneren Zeiten plötzlich zu lang. Die Liebe der Leute zu ihrem Öxle ist verständlich. War es doch so etwas wie ein Symbol für schwäbische Gemütlichkeit. Bei Steigungen, wenn das Öxle schwer schnaufen musste, war es nicht selten vorgekommen, dass der Schaffner nebenher in einer Wiese einen Blumenstrauß für daheim gepflückt hatte. Einer der in Eisenbahnromantik am häufigsten gesendeten Beiträge von 1964. Und so manches Mal erzwang eine Kuh einen Halt auf freier Strecke. Da stand dann das Öxle vor der Kuh wie der Ochs vor dem Berg. Irgendwann ist Eisenbahnromantik dann auch den Kinderschuhen entwachsen. So, das war Anfang 1994. Da haben wir uns dann nicht nur aus den Archiven bedient, sondern auch erstmals etwas selber gedreht. Das war Sachsen, meine Heimat, und zwar die Schmalspurbahn von Zittau nach Eubin. Eubin im Lausitzer Bergland. Seit weit mehr als einem Jahrhundert ein Tipp für Wanderer und Sommerfrischler. Eubin am Fuße des gleichnamigen Berges. Aber Eubin ist erst komplett mit seinem Bahnel. Das Bahnel, die Schmalspurbahn mit 750 mm Spurweite,
verbindet Zittau mit dem Gebirge seit mehr als 100 Jahren. Die ersten selbstproduzierten Filme wurden vom Moderator noch selbst gesprochen. Da die Produktion eines Filmes mehrere Wochen in Anspruch nimmt, musste schnell Verstärkung her. Bettina Bansbach ist die dienstälteste Kollegin und seit 1994 dabei. Guten Morgen, Bettina. Gut geschlafen? Dankeschön. Ja, wunderbar. Jawohl, weiter, guten Morgen, Bettina. Willkommen in St. Moritz. Ja, vielen Dank. Ja. Wir haben schon genossen in der Höhe. Tolles Wetter. Und jetzt freuen wir uns auf eine tolle Fahrt. Ja, genau. Ja. Dann legen wir los. Ne? Okay. Wünsche ich dir eine schöne Reise. Danke gleichfalls, ja. Miteinander. Bettina Bansbach zieht es als Autorin am liebsten in die Schweiz. Unzählige Eisenbahndokumentationen hat sie hier bereits produziert. Und immer wieder kommt sie gern zurück. Diese Bilder entstanden während Dreharbeiten zu einer neuen Folge über den Klassik-Pullman-Express auf der Strecke des Glacier-Express zwischen St. Moritz und Zermatt. Im Schneideraum besuchen wir die Autorin Susanne Meyer-Hagmann. Hi, ihr Lieben. Ich wollte einfach nur mal kurz überfallen und gucken, wie es euch so geht. Hi, Birgit, grüß dich. Hallo. Pferdzügle. Ja. Wieder. Es fährt wieder. Es ging euch ja mittendrin mal nicht so gut, habe ich gehört, oder dir beim Drehen. Ja, als wir anfingen mit dem Dreh oder erster Drehtag, haben die beschlossen zu streiken auf unbestimmte Zeit auf Korsika. Auf Korsika. Aha. Und nach 7 Tagen fuhr der Zug dann aber wieder. Ach, Gott sei Dank. Das Wetter war ja traumhaft, oder? Das Wetter war super die ganze Zeit, ja. Birgit, okay. Danke. Susanne. Danke für deinen Besuch. Bis denn und tschüss. 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 Ein fast schon väterlicher Besuch im Schneideraum. Die Zugkraft von Eisenbahnromantik hat sich relativ schnell herumgesprochen. Wir sind in fast allen dritten Programmen vertreten. Wir werden von Phoenix ausgestrahlt, von Dreisat, von den ARD-Digitalkanälen, beispielsweise ARD 1+. Und in unserer Redaktion werden auch noch andere Produkte gefertigt. Beispielsweise waren wir an verschiedenen Samstagabendsendungen vertreten. Die längste Eisenbahnstrecke der Welt wird 100. Die Transsibirische Eisenbahn. Fast 10.000 Kilometer fährt sie durch das russische Riesenreich. Von Moskau über den Baikalsee bis ans Japanische Meer. 7 Tage lang durch 9 verschiedene Zeitzonen. Und für die Eisenbahnromantik birgt natürlich der Mann, den Sie alle kennen. Er ist der Chef und der Moderator der Reihe Eisenbahnromantik hier bei uns im Dritten. Herzlich willkommen, Hagen von Ortloff. Er guckt ganz beseelt. Das liegt daran, dass er gerade Großvater geworden ist zum ersten Mal. Herzlichen Glückwunsch, Hagen. Vielen Dank, danke. Unter der Regie der Eisenbahnromantik-Redaktion wurde aber auch eine ganz spezielle Sendungsgattung ins Leben gerufen. Unterdessen ist es draußen dunkel geworden. Wir fahren durch einen Tunnel, aber das ist eine wunderbare Überleitung zu einer ganz besonderen Sendeform von uns, zur langen Nacht der Eisenbahnromantik. Die haben wir einige Male ausgestrahlt, teilweise von 23 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Also da waren die Zuschauer wirklich gefordert. Und Künstler wie der Boogie-Woogie-Pianist Axel Zwingenberger sorgten dabei für musikalische Unterhaltung. Ja, wenn die Tore sich in Sinn zeigen. Die langen Nächte wurden live aus dem Studio gesendet und erlangten schnell Kultstatus. Vielleicht auch, weil der Moderator schon mal in die Uniform eines sächsischen Eisenbahnsekretärs schlüpfte. Eisenbahnromantik, liebe Zuschauer, ist seit vielen Jahren auch unterwegs. Anlässlich des 5. Geburtstages unserer Sendereihe haben wir unsere erste Eisenbahnromantik-Sonderfahrt gemacht. Die führte nach Nördlingen. Jedes Jahr gab es einige neue Sonderfahrten. Die längste führte uns von Deutschland in die Türkei, genauer gesagt nach Istanbul. Und die dauerte 14 Tage. Und tatsächlich, am Morgen erreichen wir das Ziel aller Träume mit 9 Stunden Verspätung.
Um 7.50 Uhr fährt unser Sonderzug in Istanbul, dem früheren Endpunkt des Orient-Express, ein. Um 1900 reiste der Luxuszug mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 50 km/h. Und wir? Egal, wir sind da. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht, den legendären Bahnhof Sirkice in Istanbul. Und 1001 Dampffolge liegen hinter uns, aber der Orient vor uns. Unsere nächste Eisenbahnromantik-Sonderfahrt findet im September statt, anlässlich unseres 20. Geburtstages. Vom 19. bis zum 25. 6 Tage geht es durch unser Sendegebiet, also durch Baden-Württemberg, durch Rheinland-Pfalz, durch das Saarland. Auch die angrenzenden Bundesländer sind mit dabei. Und wir sind nur mit Dampf unterwegs. 16 Dampflokomotiven kommen zum Einsatz. Ein kleiner Vorgeschmack gefällig? Doch Hagen von Ortloff ist auch gerne zu Hause. Wenn ich nicht unterwegs bin oder in der Redaktion in Baden-Baden, dann arbeite ich hier in unserem Keller und immer begleitet von einer meiner allerliebsten Lokomotive. Das ist ein Big Boy, ein Geschenk von meiner Mutter. Den Big Boy habe ich leider in Wirklichkeit nie richtig fahren sehen, denn der ging bereits 1959 außer Betrieb. Überhaupt zählen die USA zu Hagens Lieblingsländern. Eisenbahnfan bin ich natürlich schon seit unendlich vielen Jahren. Auch meine erste Modellbahn von 1954 steht hier. Und sonst geht es mir wie allen Eisenbahn-Modellbahn-Fans viel zu viele Sachen, viel zu wenig Platz. Aber damit lebe ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und so profitiert auch Enkel Louis von der Eisenbahnleidenschaft seines Opas. Ich habe dir aus Schweden was mitgebracht. Soll ich es mal zeigen? Danke, Opa. Bitte, Louis. Willst du mal probieren, ob sie geht? So. Boah, steht gut aus. Sieht gut aus, gell? Aber heiß. So Lust, gell? Nee, da fährt alles nicht. Nee? Soll ich rein? Wieso sagst du mir das nicht? Ja, ich hab's schon oft gesagt, du hast keine Zeit, das hast du. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, aber du hast nicht gesagt, dass es kaputt ist. Doch zugegeben. Solche Stunden mit Enkel- und Modellbahn sind eher rar. Die Redaktion Eisenbahnromantik, liebe Zuschauer, ist auch grenzüberschreitend tätig. Wir arbeiten auch für den deutsch-französischen Kulturkanal Arte. Da ist die Sendung allerdings nicht 30 Minuten lang, auch nicht moderiert, heißt auch nicht Eisenbahnromantik, sondern mit dem Zug durch, und zwar eine Dreiviertelstunde lang. Und da zieht es die Eisenbahnromantik-Autoren hinaus in die weite Welt. Neben der Eisenbahn stehen bei den Arte-Produktionen die Menschen und Kulturen jenseits der Gleise im Vordergrund. Das UNESCO-Weltkulturerbe Nilgiri Mountain Railway. Ein Film aus dem Jahre 2008. Fernsehen im wahrsten Sinne des Wortes. Oder der Chepe in Mexiko. Arte sendet immer staffelweise von Montag bis Freitag um 19.30 Uhr. Auch dieser Film über den Transasia-Express zwischen Istanbul und dem Iran ist für Arte entstanden. Der Beruf des Lokführers ist in der Türkei ein beliebter Beruf. Er verlangt viel Aufmerksamkeit. Es ist auch ein anstrengender Beruf. Deshalb muss der Lokführer mit viel Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit arbeiten. Außerdem leidet man etwas unter Schlafmangel. Und hier sehen Sie mich im Tonstudio.
Auf den Gleisen der alten Bagdadbahn ist eben noch heute viel los. Und unseren Autoren Alexander Schweizer. Jo, das würde ich gerne noch mal machen, das war ein bisschen schnell. Okay. Vor der Sprachaufnahme hat der Toningenieur bereits die auf verschiedenen Spuren aufgenommenen Originaltöne angeglichen. Danach lesen wir Sprecher den Text, den der Autor in den Tagen und Nächten zuvor geschrieben hat. Bis Text und Töne allerdings zu einer Einheit verschmolzen sind, können schon mal 10 Stunden ins Land gehen. Der Beruf des Lokführers ist in der Türkei ein beliebter Beruf. Entschuldigung, nochmal, können wir mal? Wiederholt wird so oft, bis der Text richtig sitzt. Der Beruf des Lokführers ist in der Türkei ein beliebter Beruf. Er verlangt viel Aufmerksamkeit. Es ist ein anstrengender Beruf. Deshalb muss der Lokführer mit viel Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit arbeiten. Außerdem leidet man etwas unter Schlafmangel. Auf den Gleisen der alten Bagdadbahn ist eben noch heute viel los. Sie führt hier entlang des Marmara-Meeres. Die Produktionen für Arte sind für die Redaktion das i-Tüpfelchen und für die Autoren der Ritterschlag. Zum Eisenbahnromantik-Team gehört außerdem Grit Merten. Wenn dieser Stresstest jetzt ergeben sollte, und der Bahnexperte des SWR, Harald Kirchner. Ein Stresstest ist eine Simulation dieses neuen Bahnhofes. Da wird wirklich auf Herz und Nieren geprüft, ob er denn funktioniert. Mit jeder einzelnen Meiche, mit jedem Signal, mit jedem Zug. Stuttgart 21 ist Haralds Steckenpferd. Liebe Zuschauer, natürlich gibt es auch Eisenbahnromantik-Produkte. Wir haben einen Wagen, den Eisenbahnromantik-Wagen. Da gibt es allerdings nur noch einige wenige Exemplare, wo unsere gesamte Redaktion zum Fenster hinausschaut. Dann gibt es die Eisenbahnromantik-Video-Edition, heute natürlich auf DVD. Der Eisenbahnromantik-Kalender, der ist schon seit 10 Jahren auf dem Markt und der ist immer noch eine Attraktion. Und den Eisenbahnromantik-Club, den gibt es sogar schon seit 15 Jahren und den kann ich Ihnen auch heute noch ans Herz legen. Selbstverständlich hat Eisenbahnromantik auch einen eigenen Channel auf YouTube. Hier können Sie Ihre Lieblingssendung anschauen, wann immer Sie wollen. Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich jeweils eine Woche nach der Erstausstrahlung sind sie auf YouTube abrufbar. Das Internet ist auch für Eisenbahnromantik ein wichtiger Bestandteil geworden. Vor allem seitdem die Sendung nur noch im Sommer- und Winterquartal im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Eisenbahnromantik ist ja in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden und da habe ich eigentlich einen Geburtstagswunsch. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann in der nächsten Zeit nicht mehr 2x12 Sendungen im Jahr ausstrahlen, sondern dass wir wieder eine komplette Sendung werden, jeden Sonntag 16 Uhr im SWR-Fernsehen. Und so mancher Wunsch ist ja auch schon in Erfüllung gegangen. Und in 5 Jahren wird wieder gefeiert. Ja. Das 25. Eisenbahnromantische Wiegenfest.